Hallo, ich bin der Gamemob und herzlich willkommen zu Let's Play Wizardry 1 Proving Grounds of the Mad Overlord Teil 35. Und wir sind immer noch hier. Im Schloss machen wir uns bereit, wieder mal in die Tiefen des Übungsgeländes Wahnsinnigen Herrschers abzusteigen. Uhaha. So. Ja, diesmal habe ich nicht vorab die Gruppe schon hinzugefügt. Gruppe ist geheilt, das ist gut. So. Kann ich ja dann sagen, dass ich aufbreche. Ja, ich weiß, ich kenne die Sprüche schon auswendig, was natürlich sehr schön ist. Dann schauen wir doch mal, ja. Ansicht aus, Schritt nach vorne, Textgeschwindigkeit auf 70 setzen, ups. 70 setzen, ups, nicht 40. 70. So. Dann gehen wir mal wieder hinab, damit wir das nächste Stockwerk erkunden können. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder durch irgendwelche Graben sterben. Eine freundliche Gruppe Gaswolken. Okay, die ist freundlich, die Gruppe von Wolken. Also lassen wir die ja, weiterziehen. Ein Encounter, es sind 4 Zombies. Du überraschst die Monster. Sein haut den Zombie, macht aber nicht viel Schaden. Der Bischof verjagt ein Monster. Der Mob verfehlt. Priester verjagt 2 Monster. Mob tötet Zombie, jeder kriegt 86 Erfahrungspunkte, 6 Geld und nix. Also links sind schon mal nur Graben. Okay, ich gehe einfach tatsächlich mal nach Süden.
Ja, ist es, dass ich nach links gehen soll? Das werde ich jetzt nicht tun. Hier ist nichts, das ist gut, das gefällt mir, weil nichts heißt auch nichts Schlechtes. Ja, ich muss schon sagen, ups, stopp. Dich möchte ich genau so.
Super, es ist Pit. Keiner wollte Pit haben. Ja, das Einzige, was ein bisschen ungünstig ist bei dem Spiel, ist halt, ja, es ist halt ein klassisches PC-Rollenspiel mit klassischen Fallenmechaniken. Das heißt, du kommst hier hin und du kommst halt dorthin. Ich werde jetzt erstmal tatsächlich mich wieder rausgehen und komplett heilen. Ich weiß, ein bisschen lame aus letztem Mal, wo ich, obwohl ich jetzt schon. Ja, müsste ich fast am besten. Werde ich das tatsächlich tun, da werde ich hier einfach schnell rausgehen und kurz mich durchheilen. Ich weiß, ein bisschen lame, aber was soll's. Oh, zwei blubblige Schleime, ups. Horst tötet den Schleim. Sam tötet den Schleim. Jeder kriegt 18 Erfahrungspunkte, 15 Geld. Das war's. Dann sind wir wieder hier, sehr schön.
Ja, jetzt sind die ganzen Leute durch. Ja, halt, ich hab genug. Praktisch. So, ich habe jetzt mal die Geschwindigkeit noch anders eingestellt. Vielleicht ist es dann doch ein bisschen brauchbarer. Weil ich hier jetzt auch nicht jede Meldung im Detail vorlesen werde. Left, okay. Muss hier eigentlich weitergehen und schauen. Hier sagt der Turn Right. Das halte ich für eine Lüge. Außer das eigentlich falsch rumgedacht. Kann auch sein. Thank you.
Das war nicht gut, okay. Jetzt auf der Ort hier unten haben wir jetzt eigentlich die ganze Map gerade eingezeichnet. Ja. Bis auf diese Fleck da unten. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall nach unten gehen. Sieht es ein bisschen besser aus. Nee, aber dann werde ich hier die Dungeon verlassen. Kurz zum Heilen, weil das ist ja nicht gut. So. Nimmt ja auch wirklich viel Schaden. Da sagt der Turnaround. Ups.
Text habe ich jetzt mal nicht gebraucht, aber mei. Das war jetzt so praktischer. Er sagte, sie muss nach links gehen. Er sagte auch, ich soll nach links gehen. Er sagt, der Dreh, geh nach rechts. Okay, das ist interessant. Nicht so ganz, was ich erwartet habe, aber okay. So. Wundert's, dass hier ist hier vielleicht eine geheime Tür? Nein. Nee, da ist nichts, okay. Seltsam. Sechs Level 3 Samurai, okay, das ist nicht so ganz so schlimm. Man macht ja nicht viel Schaden.
ausgerüstet schon mal ein Level 3 Samurai, das ist schon mal gut. Mob macht einen Schaden, das ist nicht sehr gut. Man versucht die Gruppe einzuschläfern, das ist nicht gut. Aber Mob schläft nicht ein, Sam schläft ein. Boss schläft ein. Priester schläft ein. Umrift schläft ein. Fuck. Sie schläft nicht ein. Hey, das ist schon mal was. Ein Samurai nimmt schon mal 8 Schaden, das ist auch nicht schlecht. Toll, der Mob schläft ein. Sie schläft nicht ein, das ist gut. Horst kriegt 6 Schaden, das ist nicht gut. Ein Samurai rennt davon, das ist gut. Wir können noch mehr machen. Ein Samurai legt vorbei. Ich muss nur kurz was machen, weil sonst sehe ich nichts mehr, weil die Sonne mir jetzt genau ins Gesicht scheint. Aber Pomret ist nicht mehr schlafend, okay. Das ist gut. Sam greift an. Pomret, den lasse ich jetzt mal aus Gescheit zaubern. Tötet ein Samurai. Zwei Samurais und ich habe jetzt gerade einen Umschalten übersehen. Drei Samurai. Und besiegt Zaubert Manifo, wird aber nichts bringen. Hier kriegt 662 Erfahrungspunkte und da ist eine Truhe. Achso, ich muss kurz schauen. Giftnadel, okay. Jeder kriegt 18 Geld, das hat sich jetzt nicht rendiert. Ah, aber zumindest ist Horst nicht mehr eingeschlafen. Dann muss ich hier kurz campieren und reorder.
Habe ich einen Giftheilungszauber schon? Nein, das heißt, wir müssen wieder mal aus dem Ding raus. Das Rotationsding, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, gut. Das muss ich mir nämlich noch markieren. Ja. Was? Ich... Okay, das war jetzt ein Zufallskampf, den ich nicht erwartet habe. 4 Kobolde, 5 Orks. Okay, dann schauen wir doch mal. Ich schaff's nichts zu verjagen, das wundert mich jetzt nicht. Was tötet schon mal ein Kobold, das ist schon mal nicht schlecht. Sam verfehlt. Bis sie schafft auch nichts zu verjagen. Mob tötet ein Kobold. So, ja, Mobis Wüten macht einen Schaden. Bringt ja viel. Sam wurde komplett geheilt. Das bringt jetzt nicht so hundertprozentig viel, aber ist zumindest ein bisschen besser mit dem Lebenschance. Bombrit zaubert Lalit und tötet einen Ork. Zwei Orks. Drei Orks. 10 für Fortgeschrittene. 4 Orks. Und ich werde jetzt nicht anfangen, wieder, ich glaube, der Graf von der Sesamstraße so oder sowas zu machen. 5 Orks, ja, sind müssten alle Orks sein.
Ja, irgendwie doch, genau. Hast du jetzt den letzten Kobold? Es müssen alle Gegner hinüber sein. Ein Kobold hat überlebt, okay. Dann einfach mal draufkloppen. Jeder kriegt 400 noch was Punkte. Und ja, sehr gut. Account 3, ups. 3 Schleim, okay. Gehe ich mal all out. Schleim 1 wurde getötet. Schleim 2 wurde getötet und Schleim 3 wahrscheinlich auch. Die letzten Zauber gehen ins Leere, aber ist mir wurscht. Ich habe ehrlich gesagt die Vermutung, dass wenn man vergiftet, dass man mehr Gegner anzieht. Ich tue nur kurz die Party noch durchheilen, dann sind die auf dem gleichen Level. Sehr schön, dann genau werde ich dann auch die ganze Party erstmal rausschmeißen und dann die Teil beenden. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, dann wird es nichts mehr wieder einschalten. Dann schauen wir uns mal die ganzen Räume an, die da noch nicht erforscht sind. Ich finde aber dieses Karten, diese Karten ganz cool. Aber ich wollte noch was anmerken, für die sich gewundert haben, warum jetzt in der Zeitangabe mit der realen Spielzeit zu Beginn der Folge 2 Doppelpunkte nach der Stundenzahl sind. Das liegt daran, dass wenn ich Beispiel 25 Doppelpunkt, 25 Doppelpunkt, 24 schreibe, dass er dann 01 25 24 anzeigt, weil er dann den Tag quasi abzieht. Das ist so ein Rechnungsding, weil ich quasi so
sowas wie Excel benutzt für, ja, also eine Tabellenkalkulationssoftware dafür, weil es sich schön anordnen lässt. Naja, gut, dann sage ich, ne? Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Uhaha. Ich hoffe, dann kriegen wir nicht so aufs Maul. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo da die ganzen Gräben in der Ebene sind. Das ist halt das, dieses sich vorantasten und erforschen. Aber ich finde es irgendwie ganz witzig. Hat was.